Zweite Folge Rap La Rue, ich hab da mega Bock drauf. Berlin. Holland. Paris. Portugal. Italien. Türkei. Heute ohne Skippen, da ein bisschen Skippy-Mippy. Herzlich willkommen in Runde 2. Eure Challenge ist es, einen Song zu machen, einen Festival-Song zu fünft, innerhalb der nächsten 72 Stunden und dazu ein passendes Musikvideo zu drehen. Oh mein Gott. Wo es hingeht, steht hier drinnen. Aber zunächst möchte ich, dass ihr einen Teamkapitän bestimmt, der für euch sorgt und der für euch auch vielleicht... Boah, geil, ja, ich hab richtig Bock drauf. Vielleicht ins Messer laufen muss. Tsubasa? Okay, Tsubasa. Elli, ich gebe dir schon mal den Umschlag, bevor du ihn öffnest. Es geht nach Portugal, Lissabon. Was? Diesmal geht's ins Ausland. Außer für euch. Ihr bleibt in Deutschland. Ah, Berlin. Ihr seid die Gruppe. Ihr seid die Gruppe mit dem wenigsten Geld. Mega! Ich glaube, es sind 5 Scheine. Ich glaube, es sind 5. Wichtig ist dabei, die Regeln zu beachten. Es gibt Regeln für diesen Trip. Für manche sind sie ein Segen, für manche sind sie ein Fluch. Herzlich willkommen zu Runde 2. Survival of the Fittest. 11 verschiedene Gruppen werden in 6 unbekannte Länder geschickt. Mit nichts als einem begrenzten Budget in der Tasche. Ihre Aufgabe? Innerhalb von 72 Stunden einen eigenen Song aufnehmen und dazu ein Musikvideo drehen. Klingt einfach? Weit gefehlt. Während ihres Aufenthalts gelten strikte Regeln. Keine fremde Hilfe. Sie sind auf sich Regierung kreativ. Ihr dürft, Jungs. Ey Jungs, ich kann nicht ohne Gardus. Ich hole mir jetzt einfach Gardus. Mir kommen schon 2 hinterher, diese Kakerlaken. Ey, geh weg! Du musst auf Klo! Guck mal, die laufen, Bruder. Guck mal, wie die laufen. Scheiß drauf, ich zieh's nochmal durch, Mann. Gute Frau. Gute Frau. Ach so. Ja. Er geht mit diesem Fuchs jetzt einfach Ding. Kann ich bitte. Ja, vielleicht Freitag. Eine blaue Goulasse haben wir im Kleinen, die kleinste. Jens, die macht einfach Dings, Basechat gerade. Danke, ciao. Ja. Boah, der holt nicht mal Marlboro, der holt Gauloises. So, wenn du Raucher bist, Marlboro ist so der Standard, der wird jeder rauchen, aber Marlboro Light. Aber so Gauloises, Bruder, das ist schon sehr egoistisch, sag ich dir ehrlich. Das ist schon ein Ego-Move, was der macht. Und dann holt er noch diese Gauloises, diese Penner-Zigaretten. Das ist sehr eib, Digga. So einer, auf den das sind nur meine Kippen. Nee, die hat mir gar nichts gesagt. Nur okay, findest du das? Wie viel kostet die Packung? Wie viel kostet alles die? Klar. Hey. Bis dann schon. Bruder. Was kostet die denn? Das ist ein Gabsgut. Hast du gerade Gabs von unser Geldgut? Was macht der? Hast du gerade Gabs von unser Geldgut, Bruder? Ey, Jungs, war eine Gardopackung. Küss doch dein Herz, Bruder. Bruder. Du hast doch Stopftabak geholt. Bruder, wir haben gleich kein Geld. Tabak, mein Bruder. Oh, ich. Hey. In jeder Stadt. Aber ich schwöre, er hat recht mit Lass doch Dings Drehtabak holen, ne? Guter Call, ich schwöre dir. Das ist günstiger. Ich sag euch ehrlich, es fängt schon gut an, wir haben schon wieder gar kein Geld. Wir sind gebastelt. Er wollte direkt unser Geld ausgeben. Bruder. Er wollte direkt unser Geld ausgeben. Ja. Aber egal, Pueblo ist gut. Ih, das ist sogar teurer. Was redest du? Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, nein. Wie viel kostet das? 10, sogar 10 Cent teurer. Ich hab gedacht, das ja, okay, 10 Cent, Bruder. Auf dem wir haben mehr Zigaretten davon. Okay, ciao. Ciao. Jungs, bei Gott. Wir reden, wir sollten auch. Mal zum anderen Schalter gehen. Das beginnt schon wie so ein Film. Aber ein. Wir passen jetzt zusammen. Boah, geiles
Wetter, Alter, endlich, Alter, weg von Deutschland, endlich Sonne. Und ich wollte einmal nach Portugal, ich schwör's dir, und endlich bin ich hier, Alter. Geil. Elisa übersetzt. Warum will man nach Portugal, Digga? Was sagt er? Sie redet einmal Portugiesisch auf einmal. Sagt 60 Euro, Leute. 60 Euro. Ja, lass, warte, 60 Euro. Wir haben immer 50, nicht mehr. Warte, 50 ist okay, sagt 50? Er. Ehrlich? Ja. Yalla. Okay. Leute, let's go. Sagt mal alle, obrigado. Ich schwöre, der würde für 20 fahren. Oh, 50 Euro ist zu viel. Auf jeden Fall, bevor wir zur Location fahren, wir müssen einkaufen gehen, Leute. Ey, ich bin gespannt auf die Location. Was denkt ihr, was uns erwartet, Leute? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ey, was denkt ihr, was uns erwartet? Leute, ich sag, wir gehen auf Bauernhof mit Kühe und so. Was bestimmt. Sollen wir auf Bauernhof? Nein, ich glaube nicht. Ich glaub, was sollen wir auf Aber ich glaube, wir werden richtig wenige Zimmer haben irgendwie. Ich glaube, ich muss euch Schnarchen ertragen. Wenn wir nur ein Zimmer haben. Dass es sehr gut sein wird, aber wir sind uns da nicht so sicher. Ich schwöre, wir glauben kein Wort. Ich glaube keine dir nicht. Frankfurter. Wir glauben dir nicht. Die Gruppendynamik hier bei uns gefällt mir übertrieben gut. Ich muss sagen, wir sind drei Frauen, zwei Jungs. Am Anfang war ich mir echt unsicher, ich war derbe skeptisch, weil ich dachte, wie wollen wir mit drei Frauen klarkommen? Ich und mein Bruder Cezo. Aber ich muss sagen, die Dynamik klappt, das ist bescheuert gut, wirklich. Es geht genau wohin. Vorne auf dem Navi steht 2 Stunden 14. Ich glaube... Die fahren mit Auto. Wo kann man alles hinkommen in 2,5 Stunden? Was sagt ihr, Jungs? Da kommst du weit mit. Ja? Vier Rapper, ein Kameramann, ein Manager mäßig, glaube ich. Das heißt, wir machen Hits en masse. Ne? Ja. Wir machen Hits wie Nas. Ja, habt ihr gemerkt, weil ich das wichtig, ja. Tsubasa, mein Bruder. Ja, Bruder. Bist du ready? Ich schwöre, ich freue mich einfach, eine Schick zu machen. Ich hab... Ey, jetzt mal echt beiseite, wir haben echt wenig Geld, Jungs. Video meine Mutter grüßen. Ja. Ich so der Handy. Du. Meinen die nicht ernst? Sag nicht mal Fun. Wir haben alles besprochen, ich würde sagen, wir teilen uns jetzt auf, ich will Einkaufswagen. Warte kurz. Und dann, du holst Getränke, Cezo. Genau alles, was draufsteht. Ich schicke dir nochmal einen Teil. Und wir kümmern uns um das Essen. Und dann, genau, treffen wir uns dort und bringen das schnell hinter uns. Dann geht's weiter. Ja, das ist immer schon. Sie denken schon über eine Flasche. Die denken, sie sind auf den Kopf gefahren. Wir sind die Luxusgruppe. Wir haben 500 Euro. Schon ist Minimum 15 Flaschen. Minimum. Na, aber wir haben es genau geschafft. Ich bin so stolz auf uns, ne? Wow, Leute. Obrigado. Cezo ist einfach mit 10 Flaschen Wein gekommen und 12 Flaschen Champagner. Also, ja, wir brauchen das. Ob mich jemand heute besonders überrascht hat? Ja, und zwar Cezo, weil er hat immer voll die Filme, wenn er eine Idee hat, er will sie durchsetzen, aber er lässt auch auf sich einreden, so wenn man sagt, hey, 200 Euro für bestimmte Sachen ist zu viel. So, jetzt haben wir auch unseren Einkauf und sind gespannt. Ja. Bruder, das ist mal eine vernünftige Villa, Alter. Die Armen, Alter, in Spanien oder in Italien wohnen die gefährlich in Mailand angeblich. Geschenk, diese Villa, geisteskrank. Ich habe schon Schuldgefühle gehabt, als ich das gesehen habe. Ich war so, ey, wenn wir jetzt nicht mit einem guten Song nach Hause kommen. Es war sehr peinlich auf jeden Fall. Und ja, aber die Sachen sind nicht nass geworden, deswegen. Knacks, ja. Aber ey, scheiße, man, ich bin mit Kippen reingesprungen. Das ist schon mal 20 Euro weg. Oh mein Gott, Digga. Ey, Digga, nein, 10 Euro weg von unserem Budget, Alter. Scheiße, Mann. Ich hab deine Sachen so gepackt und dann bist du weggeslidet. Oder Kippen ist da wie Knast, Digga. Wie kann man Kippen da reinspringen, ja? Warum lacht Digga, aber hier so, ey, Cezo. Weil ich wusste, diese Welle Cezo, vom Wasser kommt. Geht das? Ja. Leute, wir können doch... Aber ey, besser hättest du nicht laufen können. Ey, warte, eine Sache. Ist das Finale wieder oder ist das zweite Runde? Machen wir das im Studio? Ja, weil ich nerven die Nachbarn nicht. Wir können dieses Sofa ein bisschen weiter hinterrücken. Diese Schale.
Nein, kann man nicht. Geil. Ey, die Unterkunft war geil. Wir hatten einen Pool, wir hatten eine geile, fette Küche. Wir hatten unten einen Musikraum, wir hatten Tischtennisplatte, Kicker. Wir hatten alles, alles, alles einfach. Es war crazy. Also, wir haben hier Wassermelone mit Feta und Limette. Wir haben einen Obstteller, wo Leute frech waren und einfach schon Zweck haben. Wir haben Süßigkeiten, wir haben Empanadas und Cochinas. Wir haben Bären, wir haben Kekse und... Junge, die leben wie Luxus, ja, die Armen, die anderen haben Toast mit Ketchup, mit Stromausfall, Salmonellenvergiftung haben die bekommen in Frankreich. Wir haben alles. Nur Snacks, Leute, essen gibt's später. Achso, wir haben Jesus schon mal. Sammy, ich weiß nicht, was du dir gedacht hast, Bruder, aber vielen Dank. Danke für alles. Danke an Sammy und Referü. Das ist einfach... Bruder, Sammy, ich weiß nicht, was du dir gedacht hast, Bruder. Aber vielen Dank. Danke für alles. Bruder, wer ist er, Digga? Auf einmal, er trinkt da mit, Abonnerröm, ja? Falla, was machst du hier, Bruder? Wir haben einfach irgendeinen eingeladen, Digga. Danke, Sammy, danke. Danke, danke. Vielen Dank, Sammy, mein Bruder. Walla. Was ihr wollt, ich wollt. Alles geht hier, bei Rap La Rue ist alles möglich. Dusch mit Brille und Mütze, ja. Wir schmelzen nicht, die Sonne tut uns gut. Wasser bleibt like Pasta. Und über White Out hast du genau gut geht wie uns. Boah, die haben Buchsehude einfach. Hey, Jungs, wir sind da. Let's go. Let's go. Habt ihr Bock? Alle. Was meint ihr, was wird das? Einfach Nütte, ja. Einfach Nütte schlafen. Oder einfach Kivo Tix gedreht, oder Texas Chainsaw Massacre. Das ist aber anders stabil eigentlich. Vintage, Muruk. Ich schwör dir. Oder chill, darf man überhaupt drauf? Chill mal. Egal, Jungs. Alles gut? Ja, Bruder, das ist ja. Die sind ja richtig. Was geht ab? Fresh? Das ist Katie. Katie. Ja, bei das dir? Das Cortez. Aber glaub mir, weil die in einer Lage sind und keinen Spaß haben, die werden sich nur darauf konzentrieren, einen Hit zu machen, Digga. Ich bin heiß! Ja, das sind auf jeden Fall so ehrenlos, aber alles gut. Ich pass auf alles auf. Ey Jungs. Weil die haben gar keinen Bock auf was anderes, weißt du, was ich meine? Zimmeraufteilung. Mhm. Stimmt, ne? Oben gibt es drei Zimmer. Lass mal hochgehen, oder? Im anderen Haus gibt es noch zwei Zimmer. Ich würde sagen, lass erst nach oben gehen. Mal schauen. Ja, lass gucken. Ja. Okay, es sind doch, können vier Leute schlafen, aber ich denke mal, das sind drei. Oder Kevin allein in New York. Ein Bett, zwei Bett. Das ist für Teamchemie, ist das besser? Das ist für Teamchemie. Ich nehme diese hier. Ja, Jungs, ja. Ich nehme diese hier. Ich nehme diese pinke, weil ich. Wirklich Teamchemie hier, ne, Kollege? Die Location an sich ist das cool. Man konnte. Jungs, es ist jetzt soweit. Wir sind jetzt da. Wir brauchen langsam was zu essen. Ich wäre dafür, dass wir einkaufen gehen. Aber was holen wir, Jungs? Und mit welchem Geld? Mit 42 Euro, das Ding. Oder, die Frage ist, entweder holen wir uns jetzt 7 Lammköpfe oder wir holen uns was richtig Schönes, wo wir lange satt werden. Oder wir müssen daran denken, wir bleiben noch 3 Tage hier. Oder Reis, Bohnen, ja. So Gestreu, oder Reis, was Nudeln, irgendwas, was Tomatensoße, in einer Soße oder so, mit ein bisschen Gemüse. So. Entweder wir verballern heute so das meiste und... Oder wir holen uns halt und Dings... Guck mal, wir können auch heute alles verballern, also nicht alles, aber so fast alles verballern. Wir essen richtig geil, Bruder, hier Aussicht ist schön. Oder wir teilen auf so. Bleiben. Lass einkaufen gehen, lass einfach vor Ort. Lass einfach gucken. Lass einfach vor Ort. So. Ja, Tamam. Auf. Oh, Jungs, wir sind da, Alter. Penny. Jungs, jetzt was einkaufen? Flasche, oh mein Gott, haben wir die alle dabei? Ey, wir haben Pfandflaschen noch. Haben wir die alle dabei? Ja. Alles abgeben. Pfandflaschen, ganz, ganz wichtig. Sehr, sehr wichtig. Wir haben nicht verschenken, meine Brüche. Wer pustet jetzt rein? Bruder, teuer. Ist teuer, ja? Bruder, teuer. Ja. Ich schwöre, mit 42 Euro kannst du fast gar nichts kaufen. Wir müssen auf Nudeln, Bruder. Einfach auf Nudeln. I believe. Das ist
Mann, bei uns hat es gegeben. Bruder, Fleisch ist erstmal tabu. Ich zeig euch, wie es ist. Mach einfach so. Ich soll über Pfanddings drauf, guck mal. Ich soll überhaupt Pfanddings drauf, guck mal erstmal. Da ist gar kein Pfanddings drauf, Bruder. Das ist auch nicht aus Deutschland. Bruder, das wäre so unnötig geworden. Okay, Jungs, 75 Cent. Stark. Ist okay. An all die, die sich wissen, wir haben nur noch 40 Euro. Wir haben mit Abstand wenigsten von ganz Rap-Lausen. Die ganzen Leute, ich hab das, wir haben das schon. Die einen hatten so, die anderen hatten so, die anderen, die haben Fluss geschmissen. Was habt ihr mit uns gemacht, hä? Was habt ihr richtige gemacht? Schlucker, richtige Penner jetzt. Ah, hier. Also, mir war's hier. Nein. Das sind dann 16,64. Und ein Kassenbon. So, Jungs, jetzt haben wir noch 16 Euro. Wisst ihr, was aber das Ding ist? Auf dieser erfolgreiche Einkauf. Bruder, guck mal, aber damit, wir werden... Mal, weil wir haben noch was übrig dran, weißt du? Ich sag aber, wir werden damit sowieso auskommen. Also, wir haben nicht mal Nudeln gekauft. Wir werden für die drei Tage auskommen. Wir haben immer noch, wie viel haben wir jetzt noch? Wir haben noch 20, 19 irgendwas. Wir haben 19 irgendwas. 19 irgendwas. Ne, wir haben 20, weil wir hatten noch Kleingeld von der Woche. Wir haben 20 irgendwas. Ja, guck. 20, 20. Wir kümmern uns erstmal deine Topline. Wenn wir die, vielleicht das Wunder hast, zu Ende hören, damit... Ey, einer soll nur reden. Chill mal kurz. Bruder, dieses Weinglas mich so ab, ne, ich schwöre dir. Einer soll nur reden, bitte. Einer nur. Ich hab ja gerade geredet. Ja. Sorry. Ja. Nee, aber für mich ist es okay. Ich habe alles verstanden. Jeder kann dazwischen reden, aber auf jeden Fall würde ich so sagen, suchen wir erstmal die Hook. So, das ist der Produzent, Digga. Einfach David Alaba. Ich bin super happy mit meiner Gruppe. Wir sind 5 starke Künstler. Ja, bitte, jeder der böse Top-Line. Wir müssen gut finden. Ja! Boah, der Sound hier, ne? Bisschen Sorge gehabt, ob das vielleicht aus dem Ruder läuft, ob dann wirklich jeder auf jeden eingeht, aber ich bin todeshappy und ich würde jedes Mal immer wieder dieses Team auswählen. Die Bullen haben gefragt, warum hast du ein Problem? Ich sagte dir, ja, und jeder hat irgendwas zu verkraften von uns. Aber wir schaffen es auf jeden Fall, wir kommen gut voran. Jeder Künstler von uns ist gut und jeder Künstler hat seine Macken. Wir kriegen es hin, Ego beiseite und nur produzieren auf jeden Fall. Enttäuscht war ich von mir selber? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Chefkoch Subasa. Einige wissen schon, wir haben hier schon alles angebraten. Warten noch auf das Reis, lassen die Soße köcheln und gleich kommt das Schnitzel. Jetzt habe ich gekleckert, die hat mich gehypt. Ich so wichtig, Reis. Einfach, dass wir Leute haben im Team, die einfach kochen können. Worte sind sehr gut, Bruder. Schweigen wird mehr als 1000 Worte. Bruder, also ich muss 100% sagen, Digga, Tsubasa, ich küsse dich sein Herz. Ich bin so glücklich gerade, Mann. Ich bin so glücklich. Was geht ab? Ich bin Tsubasa und ich bin der Captain. Ich hab mich, Gebe nicht auf. Heute werde ich nur gute Absichten setzen. Ich wähle nur schöne Dinge zu tun. Ich mach Männer auf jeden Fall. Heute gibt's türkisches Frühstück. Und ja, ich hab's auch die ganze Zeit im Kopf gehabt eigentlich. Mich überrascht hier nämlich gar nichts mehr, ehrlich gesagt, Leute. Mich schockt hier gar nichts mehr. Ich hab gestern den Großteil erledigt, so. Heute noch ein bisschen links, rechts, die Details. Okay, wie du weißt, alle waren ein paar harte Tage, aber... So, geht manchmal hoch, manchmal geht's runter im Leben, was soll ich dir sagen, Kerle? Auf diese Wache, mein Gott! Oh! Oh mein Gott! Ey, das ist der dritte Mann! Ehemaliger Nationalspieler. Was? Ich schwör ehrlich, Bruder. Der meint Tod. Wir haben zwar keine Paprikas, aber sei mal ehrlich, Bruder. Ich geb nur noch Brot, Halatz. Digga, was glaubst du, der war Nationalspieler? Bruder, das war alles, aber kein Männermann gerade. Das nimmt kein Ende, Digga. Wann ist es 5 Minuten sauber? Ich schwöre, es geht einfach, es funktioniert einfach nicht. Verrückt. Ich wollte 10 Kinder haben. Dann wären es vielleicht auch einfach nur 5. Ich brauch mein Eichhörst! Ich brauch Nikotin! Ich grüße das gemeine Fußvolk! Willkommen im Irrenhaus! Jeder will ein Porsche fahren, jeder will in Urlaub, doch ich bin in Portugal. Digga, geh mir deine
Ich bin in Istanbul, du bist in Istanbul. Oh, geil, Alter. Sag mir, wem willst du drohen? Ich mach es nicht mal so, ich bin einfach da. Ja, guck mich an, ich will ein Maybach fahren. Ich ficke deine Chaya an, eine Freitagabend. Haare sind gelockt, komm wie Tingeltangel Bob. Seven from the block, ich hab immer krassen Stoff. Bitches jagen Cocks, aber mich jagen die Cops. Mit dem Ritz hatten ein Loft und die Pisser nehmen Shops. Kenn kleine Kids mit Kicks wie Black Widow. Bin Spezialist für Hits, bitch, I'm Biggo. Digga, stark, Alter, Junge, was? Junge, wie scheppert das gerade rein, Alter? Warte mal kurz. Willkommen im Irrenhaus! Okay, Freestyle. Ey, jeder will ein Porsche fahren. Jeder will in Urlaub, doch ich bin in Portugal. Digga, geh mir deine hoch. Ich bin in Istanbul, du bist in Istanbul. Sag mir, wem willst du drohen? Ich mach es nicht mal so, ich bin einfach da. Ja, guck mich an, ich will ein Maybach fahren. Ich ficke deine Chaya an, eine Freitagabend. Ey. Gelockt, komm wie Tingeltangel Bob. Seven from the block, ich hab immer krassen Stoff. Bitches jagen Cocks, aber mich jagen die Cops. Mit dem Ritz hatten ein Loft und die Pisser nehmen Shops. Kenn kleine Kids mit Kicks wie Black Widow. Bin Spezialist für Hits, bitch, I'm Biggo. Chicks chillen Whips und Wips im Dick Billow. Fick mich mit Lip, die Klick ist so. Ja, ich schwöre, sie hat auseinandergenommen. Walla, man muss echt sagen, Digga. Diese Freestyle kam böse gerade. Was geht ab, Leute? Geil, Alter. Ich bin jetzt geil, wach geworden. Ich feier sowas. Keine Ahnung, 9 Uhr oder so. Geil, Alter. Das war richtig geil, ich schwöre dir. Frühstück. Auch ob's Freestyle, das war eh kein Freestyle. Aber Bruder, so, man sagt das einfach Freestyle, wenn man einfach irgendeinen Song auf irgendeinen Beat kurz ballert, Digga, nennt man das immer Freestyle, Digga. Oh, ist doch egal, von wem ihr Text ist, und das meine ich schon wieder, Bruder. Ihr Opfer, ihr sagt immer, ja, ihr Text ist nicht geschrieben. Amena kommt von Icon, dieser eine Spinelli. Ihr Text war auch nicht von ihr selber geschrieben. Und, seht ihr den Unterschied? Seht ihr den Unterschied oder nicht, Bruder? Seid ihr dumm, immer dieses, ihr Text ist nicht geschrieben. Denkt ihr, die ganzen Amis schreiben ihre Texte selber, Alter? Ihr Opfer, du kannst nicht, auch wenn du einen Text geschrieben, du musst es erstmal flowen können, du musst erstmal so rappen können, Bruder. Was sagt ihr zu dem? Sky, Bruder. Ich finde die Melo ist auf jeden Fall stark. Das kommt einfach im Kopf, Digga. Aber mehr melodisch, oder? Bruder, ich sag dir ehrlich, das war schon auch krass gerappt. Walla, das war krass gerappt. Da waren Wörter dabei, die hätte ich so gar nicht selber nicht mal so aussprechen können. Auf diese Schnelligkeit. Sing du das mal. Renn wie Diego Armando Maradona. Aber Bruder, ich hoffe jetzt nicht, dass ich das hier in Song höre, weil dann bin ich schon geleakt und ich finde jetzt schon tot, Digga. Deswegen hasse ich es eigentlich, wenn ich so Leaks höre, ja. Ich will gar nicht hören vom Rap, Bruder. Ich will nicht mal den Beat wissen. Wisst ihr, was das ist? Das ist Stadt. Ich bin auf dem Dorf des Grauens. Hey, Schwester! Hey! Hier wohnen wir. Da ist das Haus. Und das ist jetzt unser Zuhause. Aber Bruder, wir wollen dir das gerne verkaufen. Was ist ein Preis, Bruder, den du uns für dieses Trikot gibst, Bruder? Warte, hast du gesagt, wie viel Geld wir zur Verfügung haben? Ja, ja, Bruder, wir hatten 50 Euro. Fast nicht gegessen, wir haben gar nichts gegessen, Bruder. Jani, ich hab 7 Kilo Krampfdiät gemacht, Bruder. Ich meine, 50 Euro geben, aber so, weiß nicht, 20 könnte ich geben. Wie sieht's aus mit 25, Bruder? Ich muss noch tanken, das ist das Problem. 20. 20? Ist eigentlich 20. Ganz okay. Okay, Bro. 20? 20. Ja, lass 20! Yeah. Weiß ich auch nicht. Adidas 30er. Ey, Jungs. Bruder, vielen Dank. Kannst du ganz kurz diese Kamera halten? Vielen, vielen Dank, mein edler Bruder. Bester Mann. Gruppenfoto. Alles klar. Gruppenfoto. Lass mal ein Gruppenfoto. Ja, einfach gefälschte Trikot verkaufen. Was soll ich euch sagen, Leute? Es war ein sehr, sehr geiler Tag. Viele Eindrücke. Bester Eindruck heute war schon Blue Angel auf jeden Fall. Jungs, ich zeige euch jetzt ein Blue Angel. Digga, das erste Mal in meinem Leben, dass ich jemanden sehe, der das macht, ne? Ey, ich hab mal gehört, das kann richtig gefährlich sein, Alter. Bruder, Alter, Junge, Respekt. Ey, Jungs, ich hab gehört, das kann gefährlich sein, ja? Ich dachte immer, das ist ein Mythos, dass Leute das machen. Oha, Alter. Bester Eindruck heute war schon Blue Angel auf jeden Fall. Jungs, ich zeig euch jetzt ein Blue Angel. Bruder, warte mal, bin ich dumm oder? Die Flamme kann reingehen in den Darm, ne? Ja, nicht nachmachen, Leute, nicht nachmachen. Aber Leute, was geht ab?
Digga, er macht Blue Angel einfach, ja. Wir haben ein, zwei Locations geplant jetzt. Wir wollen morgen zu einem Schloss gehen. Schloss Ebersberg, Bruder, gell? Bro, Schloss Ebersberg. Schloss Ebersberg. Wir wollen in einen Steinbruch gehen. Dann. Hey, ich schwöre, ich dachte, das funktioniert nicht. Das funktioniert, Digga. Was? Alter, Digga, hä? Wollen wir vielleicht noch in den Wald gehen? Wald ist eine Idee. Ich komme gerade nicht drauf klar, Walla. Ich dachte immer, das ist ein Mythos. Holzhütte, Felshähnchen. Wir wollen auf jeden Fall was Geiles machen. Mal gucken. Also, wir machen uns jetzt ready für unser Musikvideo-Dreh. Ich muss jetzt hier meine Fussel auf meinem Kopf bändigen. Das ist unsere Brasilianerin. Brasil. Ich spreche auch Brasilianisch. Neues. Ronaldinho Gaúcho. Neymar Santos. Baby, ja, ich bin in meinem... Mann, schon geliebt, Digga. Temperatur zu hoch. Es liegt daran, dass der Song so heiß ist, dass sogar mein Handy nicht mehr mithalten kann. Ich habe schon zwei Szenen gedreht und die dritte Szene wird jetzt ganz spicy. Okay, ich glaube, jetzt sollten wir langsam uns die Endergebnisse uns reinziehen. Ich möchte nicht geliebt werden. Erster Tod zu... Möchte nicht geliebt werden, okay. Angst wieder. Ich mach den Song an, vibe einfach, ja? Einfach nur viben. Boah, Bruder, nein, Mann, was ist das für eine Flöte, ja? Oh, der Beat ist so schlecht, Digga, ne? Oh mein Gott, Bruder. Der Arme, der rappt sogar so gut, Digga. Aber ich schwör's dir, diese Flöte ist so gift an meiner Räume. Ich hab gar keinen Bock, das zu hören, ne? Richtiger Apache-Beat. Kennt ihr noch die Twin Stars? Rückzug, nicht ich scheiß auf die Bremse. Kopf ist voll von Kokainresten. Schlampe bewegt. Bruder, einfach Apache, ja? Ich geb dir einen Trick, kick dich dagegen aus. Tu nicht so dämlich, wir sind nicht ähnlich, raste heute aus. Verteilblöcke wie Spielwarenhändler, vervielfache Gelder auf Araber, Stern, Emblem. Leg ein Sprint ein, lass dein Ding sein. Pussy wird ein Baller, so wie Galata, Mertens. In der Gegend sind nur Broke sein und haftsicher. Doch ich werd Paramacher, Money wird elastischer. Glaube du und ich, Baby, ja, das passt sicher. Was für sachlicher, wir verfluchen haftlichter. Dribbel mich durch wie Lamin Jamal. Wenn ich mit Rap damit überfall. Weiß noch die Nächte, als ich Hunger hatte. Außer Beleg, weil ich im Kühlschrank war. War noch klein und naiv, als ich in meinem Traum eine giftgrüne Python sah. Sie sagt zu mir, hab keine. Bruder, alle sind sogar gut, ne? Die haben mit dem Beat richtig Abturn gegeben, Alter. Angst vor Blaulicht und Tatütata. Rin wie Diego Armando Maradona. Mein Baby sweet like Calipo. Es ist Sommer. Hab Paketa wie Zalando und Million Dollar. Ich find den auch so gut, ne? Lauf, lauf wie bei Marathon Maradona. Rin wie Diego Armando Maradona. Mein Baby sweet like Calipo. Es ist Sommer. Maradona-Niveau mit Polska-Trikot auf Bombay mit Schwung-Flow. Kombination wie Lomachenko für Modus Mio, mach dir Doggy-Stellung. Ich mach's richtig, geh Rap La Rue. Auftritt auf Festival-Bühne. Kennt mich sein Selbstwertgefühl. Bist mich die für Fentanyl. Fick die Welt, ich will alles, alles, was ich nie hatte. Vor Remscheid nach Ehrenfeld. Polacke mit Jackie Mufasa und Kate. Oh, ich schwöre, das hättest du sogar auf so ein Dings machen können, ne? U23-Beat, Bruder. Und dann wird das sogar richtig geil kommen. Auf diese bisschen Diebstraßenbeat. Wenn die diesen Song auf diesen Beat machen würden, ne? Wir würden, das wird sich tausendmal krass anhören. CMG-Modell. Kopf brennt, hab Jungle-Fieber. Wie Sonne in Tansania. In meiner Welt anderes Klima. Wie Niger und Algeria. Junge Sterne, Parazilla, ey. Im Blister kein Paracetamol. Push da, kick down, Panamera, ey. Mach kein Film, sonst muss ich halt einen Täter holen. Tage vergehen, ich muss Bares holen. Pisser können uns nicht verstehen. Was weißt du denn von Menge holen? Ihr habt nicht mal ein Gramm gesehen. Rin wie Diego Armando Maradona. Mein Baby sweet like Calipo.
Armando Maradona. Mon baby sweet like Calipo, es ist Sommer. Hab Paketa wie Zalando und Million Dollar. Lauf, lauf wie bei Marathon, Maradona. Eigentlich gut gerappt, aber leider der Geschmack vom Beat ist gar nicht mein Ding. Diese Flöte, Alter. Auf jeden Fall, Leute, wir fahren in die Altstadt. Wir drehen unser Video. Chesu will ich Haare schneiden für 4,50 Euro, haben wir gesehen. Wir machen Schnapp. Keiner soll sagen, nur weil wir die Luxusgruppe sind, dass wir nicht sparsam sind und verantwortungsbewusst mit unserem Geld umgehen. Nein, nein! Lass dich überlegen. Wir haben jetzt für heute genau ein Budget von 100 Euro. Und das geht sich aus, weil wir haben schon berechnet, wegen Uber hin- und zurückfahren, plus Flughafen nochmal am nächsten Tag, wieder 50 Euro. Also wir haben quasi 150 Euro schon zur Seite gelegt. Und guck mal, ob man es geht. Ja, was, Sammy? De la Rue. Sammy, Bruder, was machst du da? De la Rue. Wir müssen um 9 Uhr aufstehen. Du wärst stark. Wir drehen noch ein bisschen auf. Mona, du. Dass wir einfach. Ich sag. Gegeben haben. Die ist gut. Aber ich will immer also die Stimme mehr, ist gut. Immer mehr. Text tot. Amelie, 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 Amelie. Beste Saft, so wie Granini. Immer Minimum Taui in Amiri. Ja, ich nehm kein Taxi. Überall Bullen, ich fahr mit Bahn. Aus CB, Chip nach Chip, ich geb mit Kelly. Ich komm mit der Gang, wir machen Pull-Up in der Maybach. UAC, so klick, klick, bang, sie machen. Aber nur komm mit der Sniper. Ellie shootet Schatz so wie ein Striker. Einer aus Armenia, gib Piki im Carrera. Cash bei uns kein Thema, mas dinero, mas problemas. Oh, die ist die Beste, Alter, die sticht richtig die heraus. Im Kofferraum geht. Ai, ai, die Stimme sticht heraus. Mann, was ist denn das Problem? Nee, ich Digga. Ich sag ihnen kein Plan, weil ich habe nichts gesehen. Küssen's auf der Fahrbahn, drück ich 110. Die Stimme ist krass, Bruder. Immer mehr, aber ich will immer mehr. Bunze, Klunker, Trinkolunda, RLR macht Bumsab. Shake your Bunda, hoch und runter, es so fett wie Pomba. Deine Crew macht Jabba Jabba, hör sie Band wie Kapp und Kappa. Meine gute Motherfucker, scheiße Schute, Blacker, Blacker. Adiletten. Bruder, sie macht mir manchmal ein bisschen zu viel auf männlich, ne? Das ist so, kommt so fake rüber, Digga. Partykette, Suicide Squad, keine Partygäste, machen Bargeschäfte, viele harte Sessions. Unsere Chairs haben Barbie fressen. Und Brazilian Butt, aber nichts ist gelüftet. Billing gemacht und noch nicht an der Spitze. Überall Plugs, der Club ist vergiftet. Uhren auf Liste, guck mit der Klicke. Oder die sticht so heraus, dass es geisteskrank. Nee, tot diese Stelle. Das Problem, ich sage ihnen kein Plan, weil ich habe nichts gesehen. Höchstens auf der Fahrbahn drück ich 110. Nur die Summe zählt, ey, nur die Summe zählt. Aber ich will immer mehr. Bruder, weil ich habe nichts gesehen. Höchstens auf der Fahrbahn drück ich 110. Nur die Summe zählt, ey, nur. Und ich verstehe nicht diese Flex von dieser Brille hier. Oder bin ich dumm? Er ist einfach Ding von Dragon Ball Z geworden. Wie hieß der nochmal? Dieser ein mit einer Seite Ding, wo Kirsch dann steht. Warum macht man das, Bruder? Warum denkt man, das ist Style, Digga? Raffiz, Raditz, Raditz. Aber ich will immer mehr.
Bruder, diese Haare-Ding ist mega cringe, Alter. Diese Drehen, Digga, ist todesunangenehm. Ja, geht. Und sie fand ich sogar auch nicht schlecht, aber weiß ich nicht. Bruder, Alter, wie kann der Freestyle geiler sein als alle Songs? Fand ich jetzt nicht so, ja? Die haben sich gezeigt so, was sie drauf haben, aber die Songs sind nicht so. Man hat gesehen, da haben wir, okay, ihr habt das und das drauf. Und bei der einen weiß ich jetzt, okay, der hat eine krasse Stimme. Warte mal kurz, wo war dieser Freestyle nochmal? Jeder will ein Porsche fahren, jeder will in Urlaub, doch ich bin in Portugal. Digga, geh mir deine nach hoch, ich chill in Lissabon, du bist in Istanbul. Sag mir, wem willst du drohen, ich mach es nicht mal so, ich bin einfach da. Ich verstehe nicht, wie man in Freestyle so gut ist. Und da, wo man dann einen Song hat, wo man, keine Ahnung, Zeit hat und sich das hört und sich so, da sich so schlecht macht, Digga. Ja, guck mich an, ich will ein. Manchmal ist vielleicht ein weniger mehr. Keine Ahnung. Ich ficke deine Chaya an, eine Freitagabend, ey. Haare sind gelockt, komm, wir tingle, tangle, bop. Seven from the block, ich hab immer krass. Oder vielleicht haben die diese Songs schon benutzt und deswegen. Ja, die Songs tot leider, ja. Außer sie hat gezeigt, also Song auch textlich nicht so Ding, aber von der Stimme her auf jeden Fall krass. Okay, wissen wir Bescheid. Die einen haben Villa in Portugal, die anderen schlafen im Wald von Monte mit geile Spaziergänge. Geil, Alter, okay. Checkt. Sie rappt einfach ihren Part aus dem einen Song. Ja, okay, deswegen haben die das, glaube ich, nicht benutzt, ne, weil das, ja. Ja, egal.